Moin Moin Südkreuz-Freunde, willkommen zu dieser Flaschenpost. Ihr habt sicherlich schon gelesen, oder der ein oder andere zumindest, der Patch 070 für den öffentlichen Test ist angekündigt. Und wie ihr das von uns gewohnt seid, gehen wir das einmal kurz mit euch durch. Und später im Verlauf der Test-Server-Session für diesen Patch werden wir auch immer wieder Flaschenpost oder Flaschenpost, wie wird das ausgesprochen? Flaschenposts? Mehr Flaschenposts? Ja, wir werden aber mehrere halt Flaschenpost-Videos online stellen und euch zeigen, was euch in diesem Patch erwartet und dann einfach auch mal euch dann praktisch gameplaymäßig durchgehen. Fangen wir hier mal an. Ja? Die Veränderungen sind jetzt erstmal nicht so dolle, wie ich finde. Sie sind vorhanden, wir werden sie merken, ohne Frage. Aber der 070-Patch war letztes Jahr, also der 060-Patch war letztes Jahr ein bisschen stärker, fand ich persönlich. Aber gut, wir werden sehen. Also der öffentliche Test läuft vom 28. Dezember 17.30 Uhr, das heißt morgen, bis zum 3. Januar 14 Uhr. Und ja, wie immer, seht ihr hier oben auch rechts. Andere Seite, Testserver. Ne? Also alles subject to change. Nix bleibt, muss so bleiben, wie wir euch das hier vorlesen, beziehungsweise euch dann noch zeigen, wenn wir auf dem Testserver sind. Erste Veränderung wird sein, es gibt eine neue Kamera im Hafen. Ja, schon oft auch von mir persönlich mal gewünscht, sage ich jetzt mal, ist jetzt nicht unbedingt das ultimativ Wichtigste, finde ich persönlich, aber ist natürlich schön, dass man sein Schiff jetzt im Hafen demnächst auch ein bisschen genauer betrachten kann. Also, ihr könnt die Hauptsekundärgeschütze, die Flakbatterien, Torpedowerfer und die Flugzeugtragflächen näher untersuchen, wunderschöne Panoramaaufnahmen machen von euren Schiffen und einen Blick auf den eleganten Umriss in der Vogelperspektive werfen. Also von oben drauf, wie man hier in dem Foto schon sieht. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie das umgesetzt wird, was das für Möglichkeiten gibt. Kann man bestimmt auch schöne Bildschirmhintergründe für seinen eigenen Desktop machen, wenn Wargaming mal nicht so schöne Bilder parat hat. Nächster Punkt. Gab schon viele Leute von euch, die gesagt haben, boah, wie aktiviere ich hier den Übungsraum? Und oft wurden dafür Mods installiert, um den Übungsraum zu installieren oder zu aktivieren. Das fällt in Zukunft weg. Mit dem Patch 070 führt Wargaming offiziell den Übungsraum auch auf dem Live-Server ein und damit könnt ihr zu Hause eure Schießtaktik, eure Kartentaktiken auch gegen stehende Ziele, die sich nicht wehren, ja, üben und euren Skill verbessern. Finde ich persönlich eine richtig gute Sache. Ja, wenn ihr nicht richtig vorbereitet seid, müsst ihr euch darauf vorbereiten zu versagen. Um euch leichter auf heftige Gefechte mit anderen Spielern vorzubereiten, habt ihr nun die Möglichkeit, Übungsgefechte zu erstellen. Das funktioniert gerade im Clan natürlich super hervorragend. Ja, da sind die Leute natürlich sowieso schon so gut vorbereitet, dass eigentlich die wichtigen Leute alle wissen, wie so ein Übungsraum zu erstellen ist und wie man das dann macht. Denn die Möglichkeit an sich besteht auch heute schon. Das ist auch nicht verboten in dem Sinne. Es ist nur umständlich nicht so einfach im Spiel integriert. So, und das wird halt sich jetzt in Zukunft ändern. Also, Kontostufe 15 müsst ihr erreicht haben. Also, ihr müsst schon einen Moment gespielt haben, damit er bis 15 kommt. Hier können dann neue Funktionen ausprobiert werden. Man muss sich da um nichts groß sorgen. Man kommt am Ende in eine Maske, da kann man genau konfigurieren, welche Schiffe auf der linken und welche Schiffe auf der rechten Seite stehen, welche Schiffstypen, wie viel wovon etc. pp. Steht dann hier jetzt auch im weiteren Verlauf. Es gibt zwei Teams, maximal 12 Spieler, so wie ein Zufallsgefecht halt aufgebaut ist. Man muss sich keine großen Gedanken machen um irgendwelchen Umsatz, um irgendwelchen Schaden. Es sind weder Wartungskosten für Schiffe da, es gibt weder Kreditpunkte, also ihr verdient daran auch nichts, sondern nur eure persönliche Erfahrung. Ja, und ja, alles frei konfigurierbar, alle möglichen Karten, Schiffstypen, Nationalitäten, Wetterbedingungen, könnt ihr alles einstellen. Und das ist persönlich, ich glaube, eine der coolsten Neuerungen für vor allen Dingen Leute, die gerade erst angefangen haben. Ne? Also, wir kriegen ja immer wieder neue Mitglieder, die gerne World of Warships spielen und das auch bleiben sollen und wollen, hoffentlich. Und mit solchen Sachen wird das Spiel einfach einfacher erklärt oder man kann sich besser darauf einstellen. Man kann nämlich zum Beispiel auch auf statische Ziele üben, Zitadellen zu treffen. Ja? Zitadellen sind halt hier die heftigsten Treffer, die du so landen kannst. Und so, dann Highschool Fleet.
Wie das genau zusammenhängt, ist mir jetzt auch noch nicht ganz klar. Es sind bald viele neue Inhalte im Spiel verfügbar. Mit diesem Update könnt ihr, nachdem ihr einen Button gedrückt habt, neue Inhalte zur Highschool Fleet sehen. Diesmal haben wir für euch eine neue Sammlung und Tarnmuster. Ihr könnt neue passende Tarnmuster auf eure Musashi, Yamato und HSF Harekaza anwenden, euren Schiffen 4 neuen Kommandanten zuweisen und eine Sammlung, die aus 35 Gegenständen mit kurzen Beschreibungen der Charaktere aus der Anime-Serie besteht, hervorstellen. Wenn ihr jedoch nicht zufrieden seid mit den Tarnungen, könnt ihr jederzeit wieder in dem Karussell-Menü diese ganzen Sachen verstecken. So, dann gibt's markante Abzeichen. Das ist wieder eine ganz schöne optische Veränderung, die jetzt noch fehlt, die zum Beispiel in World of Warplanes, wer uns beim Stream zuguckt, schon möglich ist. Man kann in World of Warplanes zum Beispiel sein eigenes Clan-Logo hochladen und das erscheint dann auch im Chat-Bereich und solche ganzen Geschichten. Das ist jetzt hier auch bei World of Warships noch nicht so möglich. Das wird es auch nach diesem markanten Abzeichen noch nicht so sein, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Großartige Neuigkeiten für alle Kapitäne, die der Meinung sind, dass es noch nicht genug Optionen gibt, um ihre Individualität im Spiel hervorzuheben. Nun könnt ihr mit diversen farbenfrohen und markanten Abzeichen hervorstechen. Die Abzeichen sind für andere Spieler in den Pop-Up-Vorschlägen sichtbar. Ihr könnt euch auch auch die Embleme eurer Verbündeten anschauen, indem ihr die Kamera auf ihr jeweiliges Schiff bewegt. Das heißt, die Embleme werden wahrscheinlich außen am Schiff irgendwo befestigt werden, was ich schon mal sehr cool finde. Ja, so macht er, ist auch eine Scharnhorst beim 5. Mal angucken immer noch interessant. Mal gucken, was der für ein Emblem hat. Ja. Ihr könnt euer ideales Abzeichen mit der speziellen Benutzeroberfläche im Hafen mit einer speziellen Benutzeroberfläche im Hafen erstellen. Mithilfe der Benutzeroberfläche könnt ihr alle möglichen Varianten und Kombinationen für euer Abzeichen genau untersuchen und ausprobieren. Markante Abzeichen umfassen Abzeichen und Embleme. Die Abzeichen bestehen aus einem Symbol vor einem bestimmten Hintergrund und werden durch abgeschlossene Kampfaufträge erhalten. Embleme werden bei bestimmten Errungenschaften verliehen. Sie werden beispielsweise verliehen, wenn starke Kampffertigkeiten und Effizienz unter Beweis gestellt werden oder anhand der Anzahl der Siege mit Schiffen eines bestimmten Typs oder Nationalität vergeben. Das heißt, man kann sie zum Teil erstellen, also so Abzeichen. Embleme müssen aber verdient werden. Ist auch mal eine geile Sache. Ja, also das ist natürlich auch ein persönlicher Ansporn, nochmal so richtig geil in die Tasten zu hauen, sage ich jetzt mal. Wenn du so ein Emblem dann trägst, dann weiß jeder, dass du diese Sache schon mal errungen hast. Coole Idee. So, und dann kommen wir noch für alle, die gern mal Koop spielen, gibt es nämlich auch eine Änderung. Und zwar am Koop Matchmaker wird sich etwas ändern. In der aktuellen Fassung ist es ja immer so, dass genau gespiegelt wird, dass quasi sind da drei Scharnhorst und was weiß ich, drei Gneisenau dabei, dann fährt die KI genau diese Schiffe auch. Drei Scharnhorst und drei Gneisenau. Das wird sich in Zukunft ändern. In Zukunft wird die KI zufällige Schiffstypen, die quasi die besten Counterparts zu den Schiffen sind, die ihr selber fahrt, also auf eurer Seite, bei Team Grün gefahren werden, wird Team Rot die besten Counterparts dazu haben. Das soll die Spiele interessanter machen, spannender machen und euch auch ein Tick weit trainieren. Ihr müsst euch nämlich auf die entsprechenden Gegenspieler adaptieren, euch darauf einstellen und das Koop-Gefecht soll weniger vorhersagbar werden. Ja. Gleichzeitig gelten die Standardvorschriften des Matchmakings. Hinsichtlich der Aufstellung spiegelt das Team aus Spielern ein Team aus Bots wider. Heißt, da geht es aber nur um die Anzahl. Ne? Also so verstehe ich es zumindest. Ja, es wird in Zukunft durchaus möglich sein, dass ihr gar keinen Flugzeugträger habt, der Gegner aber einen Flugzeugträger fährt. Das steht hier auch ganz klar drin. Nun könnt ihr in Gefechten Flugzeugträger und Schlachtschiffen begegnen, die von Bots bedient werden, auch wenn ihr zu dem Zeitpunkt keine dieser Schiffstypen von echten Spielern im Gefecht, also wenn die Spieler dieses Schiff nicht steuern. Ne? Der von KI gesteuerte Schiffstyp ist abhängig von dem Schiffstyp, der während eines bestimmten Gefechts am zahlreichsten vertreten ist. Ja? Quasi das, was ich gesagt habe. Ja? Diese Veränderungen sollen Koop-Gefechte interessanter machen, außerdem könnt ihr bei der Begegnung mit vielseitigeren Teams eure Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wie immer, Leute, das ist nämlich auch schon alles, was ich zum öffentlichen Test aktuell sagen kann. Wir werden diese Sache ausprobieren, wir werden sie mit euch
ja, wir werden euch ein Video dazu erstellen, wo ihr sehen könnt, was sich verändert. Und wir werden dann auch wieder, wie ihr schon gewohnt seid, unsere Meinung, unsere Analyse hier durchlaufen lassen und uns überlegen, inwiefern das Spiel in Zukunft beeinflussen kann und wird. Ich persönlich finde, wie immer, diese Änderungen sind toll, wenn sie auch für einen Patch 0.7.0 meiner Meinung nach nicht tief genug sind, weil also Patch 0.6.0 war umfassender. Gerade diese Geschichte mit den Clan-Base-Geschichten, die damals eingeführt wurden und so weiter. Also, ich bin mal gespannt, da kommt vielleicht auch noch was. Ich glaube das noch nicht, weil das wird sich ja erst in ein oder zwei Wochen soweit sein, dass das auf dem Live-Server kommt, wenn überhaupt alles glatt geht. Das ist jetzt die erste Runde, es gibt eine zweite Runde und so weiter. Ihr kennt das alles. Hier gibt es dann auch noch eine Anleitung zum öffentlichen Test. Wenn ihr selber testen wollt und uns nicht warten wollt, bis unsere Videos fertig sind, dann registriert ihr euch, klickt auf den Nachrichtenartikel bei World of Warships hier oben rauf. Da ist er. Ne? Scrollt weiter runter. Anleitung zum öffentlichen Test, da steht genau drin, was ihr machen müsst und ihr könnt vor allen Dingen, wenn ihr auf dem Testserver unterwegs seid, selber Bonis auf dem Live-Server verdienen. Ja, hier könnt ihr euch das alles in Ruhe durchlesen, was ihr gewinnen und bekommen könnt und was euch gestellt wird, ist also ganz ordentlich, ihr werdet da keine Langeweile haben und vor allem die Schiffe sehr, sehr schnell erfahren. Ja, wenn, wie gesagt, ihr guckt ja sicherlich öfter bei der Flaschenpost zu, dann seht ihr, wie schnell da Schiffe erfahren werden können. Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und ja, bleibt uns gewogen, abonniert uns, liked uns, teilt uns, sodass möglichst viele andere Leute, die dieses Spiel interessiert, auch von unseren Informationen profitieren können. Haut rein, euer Secrets Team, euer Mara, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.